Die Hawker Hurricane. Ihr merkt, wie es wackelt, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht... Ich schalte mal das Head-Tracking ab. Ja, also das Flugzeug kann nichts dafür, das ist nicht Standgas oder so, sondern es vertragen sich einfach Head-Tracking und Rearview noch nicht besonders gut miteinander. Da wird dran gearbeitet. Dieses ist hier, wie wir hier ganz rechts unten erkennen können, apropos rechts unten, na, damit ihr nicht immer das ganze Viewport guckt. Und damit ihr unbedingt abonniert, ich vergesse ja jedes Mal den Kram da rein zu blenden. Bla 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 bla, ja genau, na, genug gespielt. Wir haben ja keine Zeit. Nils Danielson, ND Art and Technology, Don Henry, Hawker Hurricane. Also der Hawker Hurricane Mark I ist das. Ja, ja. Ich spare mir jetzt auch mal wieder, weil wir einen Taildragger haben, hier die Bremse zu treten und den Vollgas zu geben. Stattdessen mache ich die Bremse los und gebe erst dann Vollgas. Und zwar gleich volle Kajüte. Man muss böse gegensteuern, aber ganz böse gegensteuern. Taildragger sind eben halt was ganz Besonderes für sich. Naja, lüpfen wir mal schnell hoch hier das gute Stück. Ziehen die Storchenbeine ein. So, und jetzt drehen wir mal leicht in die Richtung. Kleiner Jagdausflug über Bremen. Ui, da sind jetzt Real View bei der Arbeit, nämlich dass das Cockpit sich versucht wegzudrehen sozusagen. Und jetzt gehen wir mal auf den Autopiloten, damit ich mich um sowas nicht mehr zu scheren brauche. Heading und... So, und ich muss natürlich hier ein bisschen mehr Gas geben, ne? Die... Mit 140 oder was wird die Maschine nicht wirklich glücklich. Das Geruckel hat, wie gesagt, nichts mit dem Flugzeug zu tun. Das Geruckel kommt hier durch mein Software-Setup. So, steigt er auch? Ja, er steigt aufs Dach und sonst wohin, wo gerade was frei ist. Manufacturer, habe ich gesagt. Start with engines running hat geklappt. Throttle Behavior ist völlig normal. Standard Autopilot, ja. Fix like a rod. So, wie gesagt, das Gezittere hier ist kein Problem des Flugzeugs. Ich schalte das Head-Tracking nochmal ab. Und nichts zittert. Alles klar, ne? Wisst ihr Bescheid. So, die Maschine steigt und steigt und fliegt vor sich hin. Ja, es liegt etwas heraus. Rum, und zwar sicher die Karte. Die ist nicht clickable, also nur zur Verschönerung. Finde ich auch ganz witzig. Ansonsten. Ja, abgeranzt. Armaturenbrett nicht abgeranzt. Also neues Armaturenbrett für X-Plane 11 gemacht. Ist leider so. Muss man selber nachhelfen. Also ich finde das Geschüttel schon ziemlich nervig. Andererseits kann ich mich auch nicht umgucken. Aber ich schalte das Head-Tracking einfach so lange ab jetzt. Ne? Ja, also für ein kostenloses Flugzeug sieht das doch geil aus, das Ding. Kann man sich beim besten Willen nicht beschweren. Oder mach mal eine Preisliste, Checkliste. Things lying around, look of panel, one resolution. Ja, hier gibt es nicht viel, was man resolution könnte. Aber ich würde sagen, man kann alles lesen, ne? Bis auf das hier vielleicht. Das will aber auch keiner lesen. Ja, also... wieso kann ich jetzt das Cockpit nicht bewegen? Das ist ja merkwürdig, das ist neu. Also wenn ich das Head-Tracking abschalte, kann ich normalerweise mit der rechten Maustaste hier alles bewegen. Das kann ich hier nicht. Interessant, aber zoomen kann ich. Aha, na gut. Also soweit auch alles gut. Resolution ist gut. Zeitmenü gibt es. Zeitmenü, nein, gibt es nicht. Nighttime. Es werdet Finsternis. Jetzt kann ich ja auch mein Head-Tracking wieder einschalten, weil es wird hier zu dunkel, um was zu sehen. So, ja. Lichter, irgendwas einschalten, ausschalten. Ja doch, es gibt offenbar so eine Art Dome Light hier drin. Ja, es ist alles beleuchtet. Alles, was man braucht, ist beleuchtet. Völlig in Ordnung. Gut, dann lassen wir es wieder Tag werden. Das Gezittere macht selbst mich muschig hier. Und gehen nach draußen gucken, ob wir das noch gar nicht können. Nein, ich glaube nicht. Shift C. Dann müssen wir hier erst was einfügen wieder. Ein Camera-Set, das für ein viel größeres Flugzeug gedacht ist, aber es müsste trotzdem funktionieren. Save all cameras. CC. So. Dann bleiben wir jetzt einfach bei. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, wir sind auf der richtigen Höhe.
Ich regel mich jetzt erstmal. Der Hahn knapp über 30 Fuß pro Sekunde. Frames pro Sekunde. Jetzt fand ich auch schon drauf rein. Knapp über 30 Frames pro Sekunde. Das Flugzeug belastet also den Prozessor nicht mehr als nötig. Und er sieht auch noch ganz gut aus. Ja, ne? Wir warten jetzt nochmal. Quatsch, wir warten überhaupt nicht. Ich drücke hier Knöpfchen. Kommen wir ein bisschen weiter nach vorne rum. Ja, geil gemacht. Sieht toll aus. Ja, immer wenn ich zwischendurch einmal ein- und ausschalte, dann geht er wieder auf die nächste Kameraposition. Das ist ganz praktisch. Auf die Weise kann man dem eingebauten Zeit der Zeituhr sozusagen ein Schnippchen schlagen. Ja, sehr fett durfte man nicht sein als Pilot, ne? Er guckt aber böse. Und unten natürlich auch. Auch alles gut. Sehr schön. Dann hüpfe ich jetzt nochmal eben einen weiter, was ich ja normalerweise auch nicht mache. Und zwar einerseits, man kriegt, wenn man das Ding downloadet, nicht nur einen. Man kriegt noch den Honeybomber dazu. Man kriegt noch die Mark IIc dazu. Man kriegt noch die Mark IIc in der Afrika-Version dazu. Und noch den Seahawker. Also man kriegt praktisch mit einem Download kriegt man 5 Flugzeuge. Ist aber nur ein Verzeichnis, in dem dann 5 verschiedene .acf drin sind, beziehungsweise es mit Unterverzeichnissen. Es gibt wahnsinnig viele Liveries für das Ding, also Bemalungen. Man muss dann beim Einsortieren immer ein bisschen aufpassen, wo man die hinpackt, dass also die richtige Bemalung auch zu der richtigen Ausführung des Flugzeugs passt. Wäre ja sonst blöd, ne? Nehmen wir den quietschgelben mal, den mache ich ganz gerne hier. Siehst du, ne? Dann haben wir da unten einen gelben Schwanz unten dran. So. Ja, also für Lau, wisst ihr, mecker ich sowieso nie. Toll gemacht, kostet kein Geld, kriegt man ein gutes Flugzeug für. Und irgendwelche Abstriche, die man immer macht, das ist dann schon jammern auf hohem Niveau. Also, empfehlenswert, unbedingt holen, danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal.